Moin, liebe Eob, Ami und herzlich willkommen zum einen zu einer weiteren Servervorstellung meines Servers bzw. meines Netzwerks und auch zugleich zur Erklärung, warum jetzt die letzten Tage ja, keine Streams kamen. Lag daran, ich habe sehr viel mit dem Netzwerk zu tun gehabt. Ich zeige es euch jetzt mal hier. Ihr seht ja hier dieses die Webseite von uns. Und ihr seht ja jetzt, wir haben hier in letzter Zeit sehr viel auch dran gearbeitet, verbessert und so weiter. Wie zum Beispiel hier haben wir auch unsere Bewerbungsseite mal überarbeitet. Vielleicht bloß gerade ein bisschen langsamer mir, aber jetzt habt ihr es hier. Da haben wir hier so unsere Bewerbungsseite überarbeitet zum Beispiel. Es hat sich einiges getan und es ist auch unter anderem so, dass ich die letzten Tage auch viel mit dem Forum beschäftigt war und auch eben auf dem Server, auf dem Minecraft-Server. Da komme ich dann später dazu. Ihr seht jetzt hier das Forum im Hintergrund. Ihr kennt ja noch das alte Forum, das noch so altgebacken ausgeschaut hat. Ihr seht, es schaut jetzt viel, viel moderner aus. Und auch viel besser, finde ich. Und da war ich eben die letzte Zeit sehr viel beschäftigt mit den ganzen Einrichtungsscheiß hier. Wie zum Beispiel jetzt hier bei Anregungen, zum Beispiel, wenn man da drauf geht. Habe ich euch zum Beispiel hier ein Musterformular hingemacht. Hier seht ihr das Musterformular. Des Weiteren kann man sich ja auch registrieren, beziehungsweise in meinem Fall dann anmelden. Ich habe mir die Login-Daten schon gespeichert, also müsste ich eigentlich easy reinkommen jetzt. Es wird auch übrigens jetzt auch eine E-Mail rausgeschickt, wenn ihr euch registriert. Das hat ja auch gespackt. Das funktioniert jetzt auch wunderbar. Das Ganze mit dem Profil einstellen und so weiter funktioniert. Die ganze Nachrichtensystem hier funktioniert jetzt wie, endlich wie gehofft. Zum Beispiel. Dann haben wir, wenn man hier auf die Stadtseite geht, haben wir hier auch einen Chat drinnen. Das seht ihr jetzt auch hier schon noch drin stehen hier. Erwartungsarbeiten vom 27. Oktober. Das ist. Hat aber erst heute reingeschrieben, lol. Hat erst heute Morgen reingeschrieben, ist aber auch schon ein bisschen jetzt. Auf jeden Fall kann man hier dann jederzeit reinschreiben und kann sich dann auch hier miteinander verständigen. Ja, das ist uns einmal so wesentlich wichtig. Das ist auch noch nicht fertig, das Forum. Da müssen wir jetzt auch noch solche Sachen wie hier unsere Admins und so weiter müssen wir jetzt noch Rechte geben und die Rechte einstellen. Also es ist noch nicht alles gemacht, aber es wird die nächsten Tage. Ich will auch mal gucken, dass ich es morgen schaffe, einen Stream zu machen. Also jetzt am Sonntag sozusagen. Dass ich es da mal wieder hinkriege, einen Stream zu machen. Weil das hat die letzte Zeit leider auch ziemlich schleimig gemacht. Und das seht ihr auch, seit 22.10. bin ich hier mit diesem Forum beschäftigt. Soviel zu dem. Jetzt kommen wir mal auf dem anderen Thema und zwar auf dem Minecraft-Server. Ja, wenn man hier jetzt, sag ich mal, wenn jetzt hier zum Beispiel, sag ich mal kurz Verbindung trennen, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel, ihr seht ja hier, Wartungen, wir haben jetzt immer unten den Wartungsmodus auch drin, weil wir auch noch nicht fertig sind. Was da die letzte Zeit viel Zeit gefressen hat, das ist folgendes, wenn ich jetzt hier auf die Bauwelt gehe, es wird, wird wahrscheinlich jetzt hier auch wieder lecken wie Sau. Kennt ihr ja mittlerweile bei dem Ersatz-PC, wenn ich da Minecraft spiele. Dann lassen wir es jetzt mal ganz kurz laden. So. Hat er gemacht. Und zwar haben wir, ihr kennt ja das von früher noch, wenn wir hier aus der, ich mal kurz in Game Mode 1. So. Ihr kennt es ja noch früher, wenn man jetzt hier aus dem Spawn-Bereich rausgelaufen ist. Dann ist man normalerweise, na komm, mach. Lade, lade, lade. Ist man normalerweise hier auf alte Häuser gestoßen und mein Grundstück war woanders. Das ist jetzt direkt hier auf dem Marktplatz. Wartet mal kurz, das muss er langsam aufbauen. Hier ist ja dann direkt mein Eispalast. Ihr seht jetzt hier, er baut sich langsam auf. Ja, und es sind auch mehrere andere Sachen. Wie da oben ist noch ein Flugzeug. Das fliegen wir mal hoch, dann müsste er jetzt hier auch gleich aufploppen. Da ist es auch schon. Zumindest fast. Komm, mach dich her, mach dich dran. So.
Hier zum Beispiel seht ihr auch ein wunderschönes Flugzeug. Und wir haben auch allgemein halt hier die ganze Sache umgestellt. Also ihr seht, es ist auch zum Beispiel hier drüben jetzt anders. Aber es ist noch, wie schon gesagt, noch nicht fertig. Also wir machen jetzt auch so hier mit so Straßenschildern hier und dann geht es dahinter und hier kommt dann noch ein spezielles Projekt hin. Das wird ein richtig mega insanes Projekt. Und ihr seht ja auf jeden Fall, wir haben hier auf jeden Fall viel umgebaut und anders gemacht. Da drüben ist es noch wie vorher auf der Seite. Zumindest ein Stück weit. Da sind auch ein paar Sachen umgebaut worden. Schaut einfach mal vorbei, wenn der Minecraft-Server online ist. Das dürfte wahrscheinlich in, denke mal so, ja, 2, 3 Tagen dürfte der dann wieder online sein. Für euch betretbar sein. Schaut einfach rein, dann seht ihr es. Wenn ihr dann zum Beispiel hier slash warps eingibt, dann kommt ihr hier auf diese Liste hier und dann einfach hier auf den Schneeball klicken, dann werdet ihr direkt in den Spawn reingespawnt. Es wird auch dann Hausnummern geben und so weiter. Das wird richtig, ja, richtig wie eine reale Stadt gemacht. Also nicht so wie es vorher war. Vorher muss man sagen, war die Bauwelt sehr chaotisch. Dem haben wir natürlich jetzt mit dieser neuen Bauwelt eben entgegengewirkt. Ja, deswegen habe ich auch die letzte Zeit überhaupt nicht mehr streamen können, weil die Zeit einfach nicht mehr da war. Ich habe mir immer vorgenommen, ja, ich mache bloß einen halben Tag hier am Minecraft-Server bzw. im Forum und dann ist doch der ganze Tag wieder flöhen gegangen. Ja, kann man leider nicht ändern. Passiert ist passiert. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Auf jeden Fall, ihr könnt hier gerne drauf kommen. Die IP kann ich euch gerne mal zeigen hier. Müsste man die IP irgendwo sehen, oder? Nein. Aber ihr seht ja, bei Teamspeak seht ihr ts.cc-sw.de, einfach mc statt ts. Ich werde es euch aber auch in die Beschreibung reinpacken. Dann kommt ihr ja auch direkt hier auf den Server drauf und könnt dann spielen. Und Abonnenten werden wahrscheinlich dann auch einen Sonderrang bekommen. Aber da weiß ich noch nicht, wie ich das dann mache. Ja, an der Stelle gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Außer dass, wie schon gesagt, morgen ein Stream kommt, aber nicht nach Streamplan. Wahrscheinlich kommt morgen entweder GTA oder irgendwas anderes, das weiß ich noch nicht. Ich werde auch den Streamplan noch überarbeiten die nächsten Tage nochmal. Und was auf jeden Fall auch noch kommen wird, ich werde ein neues Kanaldesign machen. Das werde ich aber nochmal extra wahrscheinlich ankündigen, beziehungsweise nochmal ein kleines Video drüber machen. Mit einem neuen Profilbild für den Kanal, mit einem neuen Kanalbanner. Den Merch werde ich wahrscheinlich auch wahrscheinlich erstmal runternehmen und werde euch das dann nochmal komplett neu machen mit dem Merch. Das wird mir dann wieder ein paar Tage kosten. Da gebe ich euch dann aber rechtzeitig Bescheid über meine Homepage. Die werde ich euch auch in den Link in die Beschreibung packen, wo ihr dann eigentlich auch immer top aktuell informiert wird, wenn irgendwas ausfällt oder irgendwas ist. Ich werde es dann noch in Zukunft da immer gleich reinschreiben, dass der Stream heute ausfällt. Damit ihr auch dann mal auf neuestem Stand seid und nicht euch nicht grün und blau langweilt und wartet, bis ich irgendwann mal dann das Streamen anfange, sondern dass ihr dann gleich wisst, okay, wir wissen Bescheid, Stream fällt aus, passt, okay, können wir uns was anderes vornehmen. Der Grund, warum ihr übrigens das Bild nicht ganz seht, also ihr habt jetzt da unten beim Chat, seht ihr da nicht ganz, was da abgeht. Ist vorhin da, ich weiß nicht wieso, aber OBS macht da irgendwie ein wenig auf blöd. Weil eigentlich, ihr seht, ich muss das Bild ein bisschen hin und her schieben sozusagen. Ich kann das hier ein bisschen hin und her schieben. Und je nachdem seht ihr halt das Zeug nicht. Das ist halt, ja, ein wenig blöd. Oh, Tigerpanzer kommt offline und geht wieder offline. Läuft bei dem. Ja, wie schon gesagt, viel gibt es jetzt nur wirklich mehr dazu zu sagen. Schaut einfach drauf, könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auch nochmal ein kleines Video machen für die Leute, die möchten, dass ich für ihren Server eine Vorstellung mache. Kann ich gerne tun, allerdings, ich sage es gleich vorab an meine Leute, mein Server ist natürlich der, wo ihr mich auch immer antreffen werdet. Wenn ich mal andere Server vorstellen werde, werde ich mir die Server anschauen, werde meine Meinung dazu sagen, also mein Feedback dazu geben und das ist dann auch keine negative Kritik im Sinne von, dass ich den Server fertig machen will oder schlecht reden will. Sondern wenn da irgendwas mir nicht passt, sage ich das halt ganz ehrlich. Wenn ich was gut finde, sage ich das auch ganz ehrlich.
Ich erwarte aber, wenn ihr jetzt unter dieses Video wieder schreibt, dass ich Werbung für euren Server mache, erwarte ich auch, dass ihr Werbung für CCSW Network macht. Das muss ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein, weil ich mache nicht Werbung für irgendeinen Server, wenn für meinen Server keine Werbung gemacht wird. Weil ich meine, wir stecken hier extrem viel Herzblut in den Server rein. Dann erwarte ich auch, dass wenn ich für euch mal Werbung mache und euren Server vorstelle, dass ihr das dann genauso für CCSW Network tut. Ja, dann würde ich sagen, bis zum Morgen, beziehungsweise Sonntag. Oder bis in ein paar Stunden, sage ich jetzt mal. Da werde ich dann streamen und dann werde ich schauen, dass ich ab Montag erstmal wieder nach Streamplan streamen werde, so gut es geht. Und werde allerdings dann im Laufe der nächsten Tage mal den Streamplan doch nochmal ein bisschen umstellen. Werde auch eine Umfrage vielleicht sogar machen. Ich überlege, dass ich eine Umfrage mache, dass man dann vielleicht da irgendwie ihr dann abstimmen könnt, was ihr gerne sehen wollt. Da müssen wir mal muss ich mal gucken, wie ich das genau mache und wie wir das dann machen. Ich würde das nämlich dann, wenn wir das machen, mit diesen Abstimmen, würde ich gegen Ende des Monats, so 20. bis 25. würde ich ein Video machen, Abstimmung für 9 Monate. Und dann halt Montag bis Sonntag euch aufzählen. Und dann habt ihr mal so 20 Sekunden oder halbe Minute oder vielleicht auch Minuten, habt dann Zeit zum Abstimmen, was ihr gerne an den Tag sehen wollt, und dann schaue ich halt, was das Ergebnis ist, und dann würde ich halt eben dementsprechend dann das streamen, was ihr sehen wollt. Ja. Dann macht's gut, schaut gerne bei meinen super YouTube-Kollegen vorbei. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Wenn ihr es bis zum Ende angeschaut habt, könnt ihr auch gerne ein, schreibt dann einfach Hashtag Coins in den Chat. Und euren Minecraft-Namen, wenn ihr hier auf dem Server spielt, dann kriegt ihr eine kleine Prämie dafür, dass ihr das Video wirklich bis zum Ende angeschaut habt und nicht schon vorher wieder weggemacht habt. Das will ich mal wissen, wie viele Leute wirklich da bis zum Ende anschauen. Dann macht's gut. Bis Sonntag, bis zum Stream. Tschüss, tschüss.